Ich, oder? Sarah Dawson, eindeutig. Alle sind schön. Im Moment niemand aufgrund von Corona. I will say Ingrid. Ingrid? Ich glaube, Joey Wedemeyer war als letzte beim Friseur, die hat noch Glück gehabt. Ich würde sagen, einer von unseren Skandinaviern, weil die auch manchmal ihre Haare flechten zum Spiel. Ich, oder? Also wenn du bei uns in der Kabine bist, siehst du die alle mit so einer kleinen Zahnbürste, irgendwie die kleinen Strähnchen so nach hinten, Dings mit irgendeinem Gel. Also auf jeden Fall die Skandinavier. Oh, Ingrid hat die Haare auf jeden Fall immer schön. Ingrid, you have beautiful hair. Kathi hat ihre Haare immer ganz toll geflochten. Ich muss Kathi Hendrich sagen. Ich würde sagen, so, du, die hat schöne Locken. Du steckst da sehr viel Arbeit hinein in ihre Haare und die sind immer sehr curly. Also Lena ist auch immer gut gepflegt, also dann würde ich Lena sagen. Lena Gößling, absolut. Ja, für Lena ist das so wichtig, glaube ich, so Lena würde ich sagen. Gibt es bei uns einen Morgenmuffel? Das ist eine gute Frage. Oma. Also ich auf jeden Fall nicht. Weil wenn Oma morgens reinkommt, also er muss man echt ein bisschen aufpassen, der ist echt kein Morgenmensch. Ich sehe die meistens erst nach ihrem ersten Kaffee, von daher ist alles gut. Aber das legt sich dann ganz schnell wieder und dann ist es auch wieder witzig. Oh, es kommt drauf an, wie früh morgens, aber Anna ist schon ein ordentlicher Morgenmuffel. Ja, wir haben nicht so krasse. Okay, ich war jetzt mit Pauli immer im Reha, immer sehr früh und sie war ein bisschen sehr müde, immer. Sarah Dawson, wenn sie schlecht geschlafen hat oder wenig geschlafen hat. Ich glaube, Lena ist so ein bisschen Morgenmuffel. Für Lena dauert das ein bisschen länger, aber sie hat nicht so eine schlechte Laune. Aber man merkt, dass sie so ein bisschen müde ist. Lena würde ich sagen. Sometimes it's gonna be me. Ja. It depends on the day. Sometimes I call my concentration on training and I don't wanna see like nobody, you know, but that is okay. Ja, dann würde ich vielleicht Anna sagen. Anna. Manchmal. Aber nur manchmal. Also die muss auch ihren Kaffee getrunken haben, definitiv, bevor man mit ihr vernünftig sprechen kann. Und ja, Sarah Dawson auch. Ich meine, Feli und ich reden in der WG ungefähr gar nicht miteinander morgens, in der Kabine dann mehr. Von daher weiß ich nicht, wie es bei den anderen ist, wenn sie aufstehen. Aber in der Kabine selber ist eigentlich auch morgens ganz gute Stimmung. Alles immer klar. Ist es überhaupt eine Frage? Fällt mir keiner ein. Almi vielleicht? Wenn Almut dabei ist, dann Almut. Nachfragen nicht, aber ich würde Almut sagen, die sich am meisten äußert. Almut Schuld, die ist sehr wissens- und neugierig, wie sagt man das? Ja. Ja, Almut ist halt einfach so, ne? Wenn man was nicht versteht, dann fragt man nach. Interessiert sich sehr für ihre Mitmenschen und Umwelt und stellt deshalb sehr viele Nachfragen, was auch gut ist. Almut. Dann würde ich Jay sagen. Aber nicht so viele, aber einfach zu bestätigen. Fragen werden wenig gestellt, eher, dass wir Fragen von Stefan beantworten müssen. Und da ist Lena Gößling eigentlich mal vorne mit dabei, genauso wie Almut natürlich. Ich bin tatsächlich auch eine, die hin und wieder mal nachfragt, um Dinge zu verstehen, wenn Trainer was vielleicht in dem Moment anders sehen als ich. Haben wir einige. Es ist eine Frauenmannschaft, also das ist sehr schwer auszusuchen. Ich denke, bei Frauen, das gibt nicht. Möchte ich aussetzen. Lena, nimm's mir nicht übel, aber ich sag dich. Ich glaube, eine Name wäre dann auch falsch zu sagen. Sarah Dawson eindeutig. Sarah Dawson kann manchmal ein bisschen Drama sein. Die ja, ist ständig dabei, irgendwie über irgendwas zu meckern oder ist sehr am Leiden, aber ist sehr witzig immer dabei und kann auch gut über sich selber lachen. Aber sonst... So, sage Poppy. Also Poppy, dann muss ich auch Poppy sagen. Ja, vielleicht so mit auf dem Platz oder so, dann kann Poppy manchmal so ein bisschen Drama Queen sein. Weil sie ist schon öfter auch am Boden. Und klar, manchmal ist es ernst, aber auch ganz oft ist es nicht so ernst.